Gustav G. Überlegt durch diese Intervention von Senkorit mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das passiert, in Aktzeit eine Aktennotiz belegt, dass er im Zuge der Befreiungsamnestie von 1946, dass ihm diese aufgeschobene Zuchthausstrafe tatsächlich nachgelassen wurde. Das heißt, er musste das nicht mehr nachsitzen, aber sie galt erst ab 1948 als verbüßt und mit einer Bewährungsfrist bis in den Februar 1951. Also wäre er bis 1951 noch einmal straffällig geworden, wäre die Reststrafe selbstverständlich festgestellt worden. Die Konzentrationslagerhaft hier in Wien, der einzige erhaltene rosa Winkel, den es gibt, liegt im Holocaust Memorial Museum in Washington. Er gehörte ursprünglich einem Österreicher, Hans Heinz Jäger, der bekannt wurde, er hat auch einen Platz jetzt im 9. Bezirk, sozusagen eine Insel auf dem Zimmermannplatz. Dieser Heinz Jäger war 7 Jahre lang im Konzentrationslagerhaft und hat diese überlebt. Er wollte diesen Rosa Winkel auch gerne einem österreichischen Archiv schenken. Das war allerdings in den 1980er Jahren und da hatte keiner Interesse an dem. Deshalb gingen die gesamten Materialien aus dem Nachlass, beziehungsweise in dem Fall sogar Vorlass von Heinz Jäger nach Washington. Ja, nach der Behandlung durch die Gestapo und die Kripo ist die Konzentrationslagerhaft ein weiteres typisches nationalsozialistisches Verfolgungsmoment. Wie viele homosexuelle Männer und Frauen tatsächlich mit einem Rückstellungsbefehl, wie es hieß, in ein Lager eingeliefert wurden, können wir bis heute nicht sagen. Es existieren bislang nur vage Schätzungen über die Gesamtzahl der Rosa-Winkel-Häftlinge in den Konzentrationslagern. Die Zahl schwankt je nach Schätzung zwischen 5.000 bis 15.000. Für das gesamte deutsche Reich, nicht für Österreich. Wieder ein Fallbeispiel. Wie unerbittlich das Verfolgungssystem der Nationalsozialisten war, zeigt der Fall Adolf S., der im Februar 1941 wegen Unzug mit der Zensur zu 5 Monaten schweren Kerker verurteilt worden war. Nach Verbüßung der Strafe wurde er in eine Zelle in der Rossauer Lille, das war das damalige kriminalpolizeiliche Hauptstelle, rücküberstellt und am 15. Juli ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Dort saß er auf unbestimmte Zeit ein, ein Konzentrationslagerhaft war immer auf unbestimmte Zeit. Mittlerweile war es in einem anderen Verfahren gegen 11 Männer erneut der Unzug beschuldigt worden. Das heißt, einer der 11 Männer hat ihn als Sexualpartner in diesem Verfahren erwähnt. Daraufhin macht sich die Staatsanwaltschaft auf die Suche nach dem Adolf S. und findet ihn schlussendlich in Dachau und fordert die Konzentrationslagerleitung auf, den Adolf S. gefälligst nach Wien zurückzuschicken, denn er soll hier anders behandelt werden. Nach einigen Hin und Her, also der Briefwechsel zwischen Wiener Landesgericht und der Lagerleitung in Dachau ist erhalten. Nach einigen Hin und Her kommt es tatsächlich Mitte September 1941 zur Verschubung, wie das im Amtsdeutsch heißt,
zahlreiche Fälle vor, es reicht von Ehefrauen, die ihre Männer loswerden wollten oder umgekehrt, Wienerinnen, denen ihre Nachbarn nicht passten, aufgrund der mehr oder weniger lückenlosen Homophobie der Bevölkerung konnte man sich auf deren Mitwirkung im Aufspüren von Homosexuellen ganz gut verlassen. Also es finden sich immer wieder sozusagen als Anlass für die Aufnahme von Ermittlungen, vor allem nach 38, 39, bei der Gestapo Denunziationsschreiben, meist von Nachbarinnen und Nachbarn, aber eben auch sozusagen diese Scheidungsfälle, wenn sie unter Anführungszeichen so nennen kann. Ja, hier ist ein Deckblatt, typisches Deckblatt einer Strafakte, meistens in so knalligen Rosa, die Namen sind in dem Fall ausgelacht. Jetzt ist der Strafakt von Heinz Seger. Nichtsdestotrotz, ich habe leider kein anderes Bild, möchte ich jetzt über die Verfolgung von lesbischen Frauen reden. Denn es geht um die Erhöhung des Verfolgungsdrucks. Ein Beispiel. Die ausgetretene Klosterschwester Irmengarde, die schon lange als Krankenschwester arbeitete, zeigte eine ehemalige Patientin, Valerie R., wegen der Unterschlagung des namhaften Geldbetrags von 1300 Reichsmark an. Valerie R. gibt im Verhör an, dass ihr Eltern das Geld freiwillig überlassen hätten. Sie hat dafür Rechnungen vorweisen können für Strümpfe, für Mieder etc. Also sie hat sich damit ausgestattet, also modische Artikel gekauft. Plötzlich und ohne einen tieferen Grund, im Strafakt ist zumindest keiner zu finden, aber es ist natürlich anzunehmen, dass Zwang dabei entsteht, erzählt Valerie R., dass sie mit Irmengarde F. ein intimes Verhältnis gehabt hätte. Worauf natürlich dieser Fall eine ganz andere Wendung nimmt. Aus dem Betrugsfall wird plötzlich ein Betrugsfall und ein Fall der Unzucht wieder der Natur zwischen zwei Frauen. Das Gericht nimmt diese Aussage